Ich bin mittlerweile tatsächlich Immobilienmillionärin. Guck auf den Strand. Wie cool ist das? Also vergesst eure Träume nicht. Aber du kriegst fremdes Geld. Wie genial ist das? Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich sehr, liebe Sarah, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute ein bisschen über Mindset sprechen, aber auch über Hirn und sämtliche andere Dinge, die mit Investieren zu tun haben. Und Sarah, erstmal herzlich willkommen. Wer bist du denn eigentlich? Mit wem spreche ich denn hier? Stell dich mal Ja, kurz moin, vor, moin. bitte. Herzlich willkommen auf meiner wunderbaren Balkonkabine. Ja, sieht aus wie auf dem Schiff, ist aber tatsächlich ein festes Land. Ich zeige das mal ganz kurz. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen Mallorca, gar nicht weit von El Arenal, das ein oder andere, die ein oder andere. Wer bin ich? Also, du hast meinen Namen schon gesagt, Sarah Lindner. Ich bin hier Autorin von so einem wunderbaren Buch. Das heißt, über Geld spricht man nicht, Frau schon. Da wisst ihr auch schon, bei mir geht es ums Thema Geld. Bei mir geht es darum, also Hürden abzubauen, weil viele Frauen tatsächlich Hürden haben mit dem Thema Geld, ja, das Thema nicht so toll finden, das eher an die Seite schieben. Ich selber habe eigentlich mit Finanzen, ich habe das nicht gelernt oder so, dass ich jetzt sage, hier, ich bin BWLerin oder ich habe Versicherungen gelernt oder so, sondern ich bin Journalistin gewesen. Ich habe studiert Spanisch und Geografie und Journalistik und wollte Journalistin werden. Das hat dann auch geklappt. Ich bin beim NDR Fernsehen angefangen, habe 10 Jahre beim NDR Fernsehen als Redakteurin gearbeitet und als Reporterin fest und frei. Bin immer viel gerne am Reisen gewesen, bin mittlerweile Mama von einem jetzt 5-jährigen kleinen, sehr lebendigen Sohnemann. Und wie ihr seht, wir leben große Teile im Jahr hier auf Mallorca in der Sonne. Das macht mir Spaß. Und was ich jetzt mache, warum wir miteinander reden, seit einigen Jahren helfe ich vor allem Frauen, das Thema investieren zu lernen, das Thema Geld mal als schönes Thema zu sehen, ja. Und darum haben wir uns hier getroffen, weil wir ein paar Tipps geben wollen, vielleicht auch mal erzählen wollen, woran es häufig hapert, wie wir es wegkriegen. Genau. Ja. Und ich bin mittlerweile tatsächlich Immobilienmillionärin. Ich habe viel in Immobilien investiert in Deutschland, ja, noch gar nicht so viel im Ausland. Und ja, das ist so mein Steckenpferd. Ich mache aber auch ein bisschen Rohstoffe. Ich versuche auch ein bisschen Geld natürlich diversifiziert, wie es so schön heißt, anzulegen. Und genau, darum soll es heute gehen. So. Ja. Wie bist du denn auf das Thema überhaupt gekommen? Was hat dich denn so, was hat den Anschluss gegeben? Wie bin ich aufs Thema ursprünglich mal gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das war ein Bedürfnis. Also ich bin nach Hamburg gekommen zum Arbeiten, vorher noch zum Studieren und habe als Studentin gemerkt, dass der Wohnungsmarkt sehr, sehr eng ist in Hamburg. Ich komme eigentlich aus einer Kleinstadt und kannte das gar nicht, dass man irgendwie ja, sich für eine Wohnung bewerben muss. Und das war in Hamburg so vor einigen Jahren. Und da habe ich schon gemerkt, wow, wenn man jetzt, ach so, und dann hatte ich noch so ein Erlebnis mit meinem Vermieter, der kam nämlich mit Porsche an. Das fand ich richtig cool. Der kam mit dem Porsche an, total entspannter, lässiger Typ und machte uns die Wohnung auf für die Wohnungsbesichtigung, ne? Und da habe ich schon gemerkt, so, das wäre schon cool, irgendwann mal so Immobilieninvestorin zu sein, so, ne? Und arbeiten macht mir voll Spaß, darum mache ich ja auch die Kurse und helfe Menschen, aber es darf nicht ein Zwang sein. Arbeiten soll Spaß machen, Freude machen. Mit Arbeiten sollst du deine Talente anbringen und natürlich was dafür bekommen, auch gerecht was dafür bekommen. Aber wie wäre es, wenn wir Menschen, das sage ich mal, das Thema Geld, dass das nicht mehr so schwierig ist, dass mehr Menschen finanziell frei sind, dass sie einfach dort leben können und auch das machen können, was sie wollen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, die ein bisschen weiter sind, dass sie dann faul auf der Couch rumliegen. Das mag den einen oder anderen geben, das ist dann schade. Aber die meisten Menschen, die wirklich frei sind und auch wirklich, sage ich mal, nach dem Sinn im Leben fragen, die machen danach auch was. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, natürlich will ich mein Leben genießen. Logisch gebe ich auch genug ja, in diesen Bereichen aus. Aber gerne auch wieder diesen Aspekt, was bleibt, wenn ich gehe. Ne? So, und darum bin ich dann damals dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie anfangen zu investieren nebenbei und habe dann immer, wenn ich Geld hatte, ne, und habe ja gut und viel gearbeitet, habe ich Geld investiert und dann meine erste Wohnung tatsächlich mit viel Angst auch noch gekauft. Ja, und so geht es halt anderen auch. Die machen es aber auch nicht und darum helfe ich. Das ist so mein Aspekt. Ja, interessantes Thema. Und du hast, glaube ich, 37 Wohnungen, wenn ich mich jetzt Hast nicht du irre, gut mal recherchiert. gekauft. Ja, genau, richtig, Ja, ja. genau, 37. Die kaufst du Wunderschön. jetzt nicht von jetzt auf gleich. Welche Hürden hast du denn da so selber gehabt, wenn du sagst, okay, die erste Wohnung war wahrscheinlich die schwierigste.
Wie kam dann die Entwicklung zu der nächsten Wohnung, dann zu der nächsten? War das irgendwann so ein laufender Prozess, dass du sagst, ich mache jetzt meine 5, 6, 7 Punkte, die arbeite ich auch konkret ab? Hat sich das entwickelt? Hast du dir das vorher durch einen Coach geholt? Oder wie bist du dann dazu gekommen, dass du dieses peu à peu aufgebaut hast, das ganze Thema? Ja, damals gab es tatsächlich, als ich das angefangen habe, das ist jetzt über 10 Jahre her, gab es diese Coachings nicht. Also es gab Coachings und es gibt ja jetzt auch pure Immobiliencoachings oder pure Mindset-Coachings. Und was ich halt mache, ist so ein bisschen die Kombination. Ja, ich weiß, es muss, man muss Wissen haben. Man kann jetzt nicht komplett blauäugig rangehen an das Ganze. Das heißt, du brauchst gewisse Lernschritte, gewisse Wissensetappen. Aber, und das ist eigentlich der größere Aspekt, weil viele Leute haben sehr viel Wissen. Die kommen trotzdem nicht in die Umsetzung, weil die eben Angst haben. So, und das hatte ich natürlich damals auch. Ich habe auch nicht einfach so, wie man, keine Ahnung, im Supermarkt oder wie man Schuhe kauft, einfach was gekauft, weil immerhin reden wir ja von mehreren 100.000 Euro, eine Wohnung in Hamburg, wo ich mit angefangen habe. Und ich hatte damals auch Ängste, das gleiche wie meine Mentees jetzt haben. Also diese Ängste, so, was passiert denn? Und ja, soll ich das kaufen? Kaufe ich das nicht viel zu teuer? Das sind ganz viele Ängste. Und ich gehe da, wie gesagt, in meinen Mentorings, ich habe so ein Jahresmentoring, da gehe ich sehr, ja, sehr zweischienig oder auf zwei Schienen dran. Einerseits das Wissensthema, weil wenn du mehr weißt, hast du weniger Ängste, ne? Das ist das eine. Und dann aber auch, okay, was hast du denn für Ängste? Und häufig ist das, ja, was ist denn, wenn ich mir den Kredit nicht mehr leisten kann? Ja, zum Beispiel. Das sind so Ängste. Und woher weiß ich denn überhaupt, ob die Immobilie gut ist? Das sind so Ängste. Was passiert jetzt? Viele Ängste kann man einfach auch, sorry, aber die kann man auch ein bisschen lockerer sehen. Jetzt haben viele Leute Angst wegen irgendwelchen Maßnahmen des Staates, wegen Zwangsenteignung und solche Dinge, wo ich sage, ah, da ist aber auch ganz viel Laberababer bei und ganz viel Angstmacherei dabei. Ja, also ich sage immer, viele Leute haben Angst, dass wenn sie eine Immobilie haben, die dann möglicherweise weggenommen werden könnte unter gewissen Voraussetzungen, also wegnehmen eh nicht, wenn dann kommt dann eine Abgabe rein, die man dann zahlen muss, ne, damit man die Steuern kriegt, damit man mehr als Staat mehr Geld verdient, haben deshalb keine Immobilie, haben aber 100.000 Euro auf dem Bankkonto liegen, wo ich dann denke, okay, oder fahren, was weiß ich, ohne angegurtet zu sein mit dem Auto mit 100, keine Ahnung, durch die Ortschaft. Ja, und dann denke ich so, oder trinken Cola und rauchen. Sorry, aber haben Angst, dass wenn sie eine Immobilie hätten, also es sind unrational Sachen. Also du hast Angst vor Dingen, die gar nicht, die sehr, sehr weit weg sind. Und wenn, dann hast du, also zur Not, ja, nur um an das Thema jetzt, um bei dem Thema mal kurz zu bleiben, zur Not, ganz groß zur Not, wenn das wirklich kommen würde, dass der Staat Menschen Geld wegnimmt, dann nehmen sie erstmal das leichte Geld weg, das, was auf Bankkonten liegt. Dann nehmen sie erstmal das Geld weg, was du wirklich easy kriegst. Und dann möglicherweise sind Immobilieneigentümer dran, dann sind möglicherweise erstmal die dran, die alles abbezahlt haben, wo man dann auch schneller rankommt. Und selbst dann nehmen sie das nicht weg. Dann kommt eine Abgabe ins Grundbuch, da steht dann, was weiß ich, hat zu zahlen so und so viel. Und selbst dann kannst du es über Jahre abzahlen. Selbst dann musst du es ja nicht auf einmal abzahlen, weil was will denn der Staat, dass alle ihre Immobilien verkaufen? Nein, garantiert nicht. Also da muss man mal die Butter bei die Fische lassen. Da wird viel Angst immer gemacht, sehe ich jedenfalls so. Vielleicht auch, damit die Leute das YouTube-Video klicken, was dann darüber redet, oh Leute, ihr verliert alle eure Immobilien und so. Oder um irgendwas zu verkaufen, dann der sichere Fonds, den verkaufe ich jetzt hier. Oder dann geh in Krypto. Ich habe übrigens das Krypto-Mentoring. Also bitte immer gucken, wer erzählt was und aus welchem Grund will der vielleicht gerade was anderes verkaufen. So. Und da bin ich sehr relaxed, sehr entspannt. So, also das sind so Ängste. Was sind noch Ängste? Überhaupt Schulden. Jetzt kommen wir schon beim Thema Schulden. Schulden aufzunehmen, werde ich auch gleich auflesen. Also für die Finanzierung nimmst du ja häufig dir fremdes Geld. Das ist übrigens das einzige Asset, der einzige Vermögenswert, der es erlaubt, fremdes Geld aufzunehmen, ist die Immobilie. Das ist der einzige Wert, wo die Bank dir Geld dafür gibt. Versuch mal zur Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte ein Depot aufbauen, ein Aktiendepot, ich hätte gern 200.000 Euro. Dann sagen die, wir geben 200.000 Euro, aber als Privatkredit. Aber bei Immobilien sagen die, okay, wir geben ihnen 200.000 Euro für einen relativ guten Zinssatz und die tragen sich dann in der Immobilie ein, diese Bank. Aber du kriegst fremdes Geld. Wenn du einigermaßen vernünftige Bonität hast, ein bisschen Eigenkapital hast, dann kriegst du übrigens eine Immobilie. Wie genial ist das? Ich meine, hallo, da wird dir quasi geholfen, dass du dein Vermögen aufbaust. Also
Das ist halt mega. Da haben aber viele Angst vor. Und da gehe ich dann so ran, dass ich sage, okay, erstmal natürlich, die Immobilie muss mehr wert sein als die Schulden, die du aufnimmst, aber du kriegst ja eh von der Bank nicht mehr Schulden. Ich sage jetzt mal Verbindlichkeiten. Also Schuld ist auch falsches Wort, muss ich auch kurz auflösen. Ihr lernt ja ganz viel jetzt schon in der Kürze. Schuld ist nur So das, soll es sein. wenn du es nicht raus zurückzahlst. Du hast nur eine Schuld, wenn jemand dir Geld leiht und du zahlst nicht zurück. Wenn du das Geld peu à peu zurückzahlst, ist es eine Verbindlichkeit, eine Verbindung, ein Vertrag. Das ist keine Schuld. Eine Schuld ist, wenn ich dir Geld schulde, weil ich es dir nicht zurückbezahlt habe, dann habe ich eine Schuld bei dir. Solange ich dir das zurückzahle, habe ich eine Verbindlichkeit bei dir, die ich aber tilge. Also da müsst ihr bitte in Deutsch wird dieses Thema Schuld und das hat ja dann Schuld, hört sich ja, wie niemand will hier Schulden haben. Ja, niemand will Schulden haben. Aber Verbindlichkeiten eingehen, eine Verbindung eingehen. Ja, klar, logisch. Bin viele Verbindungen eingegangen, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Und ja, klar, muss ich was tilgen, logisch. Und ich muss auch Zinsen dafür zahlen, aber dafür konnte ich halt Vermögen aufbauen. Und das ist ja auch dann okay, gerechtfertigt. Aber da haben viele Angst vor. Genau, und dann versuche ich das immer einfach mal rational zu gucken, okay, hat denn das, was du kaufst, viel mehr Wert als das, was du aufnimmst, als Verbindlichkeit? Und klar, im Notfall können wir das auch bezahlen. Also haben wir eine Miete kalkuliert, die das zulässt, dass wenigstens die Zinsen bezahlt werden, weil die Tilgung ist ja eigentlich nur was, was du Geld zurückzahlst, was du einmal bekommen hast. Das heißt, die Tilgung ist ja schon Vermögensaufbau. Wenn du dir Geld geliehen hast und jetzt tilgst du das ab, jedes Mal, dass du tilgst, baust du ja dein eigenes Vermögen auf. Ne? Also, das ist nicht schlimm. Einzige, was vielleicht was kostet, sind die Zinsen, wo du sagst, okay, ich muss dafür Zinsen zahlen. Ja, musst du. Und da räumen wir halt das einfach peu à peu auf und mach das so lange. Jetzt war das vielleicht ein bisschen schnell, vielleicht haben nicht alle das sofort verstanden, weil ich ein bisschen schnell manchmal bin. Aber in meinem Mentoring mache ich das peu à peu, bis alle mitkommen. Und ganz häufig ist es so, dass die in meinem Mentoring sitzen, schon eine Immobilie haben übrigens, manchmal. Und sagen, wow, erst jetzt habe ich das verstanden. Letztens hatte ich das Thema Steuern mit der Abschreibung. Ne? Da hast du ja, jetzt sagt er, mega, ich habe das jetzt erst richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und ich so, siehst du, ist schon geil, das Thema, ne? Wenn man erstmal informiert. Und wie gesagt, man braucht ja auch eine Zeit lang, ne? Dass man das so wirklich versteht. Und das ist halt, leider haben wir es alle nicht gelernt, investieren. Niemand hat das Fach Absolut. investieren gehabt in der Schule oder Absolut. Geldverständnis oder Bildung oder so. Und dafür gibt es halt mein Mentoring, Dream Life Academy, habe ich das genannt, weil du da einfach, ja, das hoffentlich dann lernst und anwendest. Na, absolut. Du triffst ja auch deine Kunden, im Regelfall sind es ja Frauen, regelmäßig, ne? Du machst ja pro Woche immer einen Call mit den Mädels und ihr Genau. sprecht dann über Investitionsmöglichkeiten und so weiter. Ich habe eine Frage, die interessiert mich besonders. Mit welchem Punkt oder an welchem Punkt kommen die Kunden zu dir? Haben die alle schon ein höheres Mindset? Du hast gesagt, einige haben schon Immobilien, viele sogar. Oder sind die alle vom Money Mindset her sehr weit unten? Ist das unterschiedlich? Wie ist da so der Startpunkt vom Mindset her im Also, was Schnitt? die alle haben, ist, dass sie was lernen wollen. Das ist ja mein Ja, Hauptselbstbestimmung ja. mit Geld, Selbstbestimmung mit Geld. Das haben die alle. Die sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust, einfach nur Geld abzugeben und du verkaufst mir was. Weil klar, ich wäre bestimmt eine gute Immobilienmaklerin oder bestimmt auch damals mich mal umgeguckt, weil ich mal Spaß daran hatte, dieses Finanzwesen mal kennenzulernen. Ich wäre bestimmt auch eine gute, keine Ahnung, Vermittlerin von irgendwelchen Dingen, dann würde ich Leuten einfach sowas verkaufen. Aber das ist nicht meine Mission. Meine Mission, und vielleicht kommen wir dann noch hin, warum ich die überhaupt habe, meine Mission ist tatsächlich, die Frauen aufzuklären. Die sollen das selber verstehen. Die sollen selber Entscheidungen treffen. Die sollen nämlich nach dem Mentoring mit mir dann selber Entscheidungen treffen und nicht mehr darauf angewiesen sein, zu vertrauen, ist der jetzt nett oder seriös, meint er das jetzt ernst oder nicht, sondern die können selber rechnen. Durchrechnen, wo sind die Risiken? Ich habe ja das Buch geschrieben, da sind fünf Regeln drin, fünf Gebote drin, wie du langfristig zum Beispiel auch Vermögen aufbaust. Ja, du kannst dann selber checken, ist das jetzt etwas, was zu mir passt, oder ist das etwas, wo ich lieber die Finger von weglasse? Und dieses Mindset, ich will das lernen, ich will das Thema Geld, das soll nicht mehr negativ sein, das soll nicht mehr unangenehm sein. Ich will mich damit nicht verarschen lassen. Ich will es verstehen, wenigstens grundsätzlich. Ja, ich mache jetzt auch kein Wirtschaftsstudium mit denen, aber ich möchte es grundsätzlich verstehen.
Das haben die alle. Und das ist mega genial, weil wenn du das einmal verstanden hast, dann du wirst weniger verarscht. Ja, die Leute sehen dich anders, die nehmen dich anders wahr, weil wenigstens du das Thema Geld auch beherrschst. Ja, und Mindset, was die haben. Und ansonsten, ja, die eine weiß vielleicht schon sehr, sehr viel, wie eine Immobilie funktioniert, weil die selber schon mal die Verwaltung gemacht hat oder die Vermietung. Das Wissen ist gar nicht so das Allerwichtigste. Das sage ich sogar im Buch. Ja, im Buch sage ich, es geht eher um die Umsetzung, eher darum, das wirklich zu tun. Aber du musst natürlich ein Grundwissen haben, aber dieses Umsetzen. Und da sind es häufig wirklich, wenn du sagst Mindset, da sind es die Ängste von früher, dass die halt auch gehört haben, ja, ne, Geld, das machen die Männer oder wie auch immer, ja, oder Geld, das hat man, darüber redet man nicht. Oder ne, man sollte kann sehr, sehr, sehr sparsam sein und auf jeden Fall nicht investieren, nicht ausgeben, lieber an die Seite legen und liegen lassen, nicht daran, das könnte ja wegkommen, könnte ja sehr falsch investieren. Oder, keine Ahnung, immer wenn du was hast, weg damit, ne? Dann machst du dir keine Sorgen, brauchst ja nicht drüber nachdenken, wenn du gesagt hast. Also da sind sehr viele unbewusste Sachen noch, das merke ich tatsächlich und auch Ängste, die zwischendurch kommen. Es war einer, ich habe manchmal auch gemischte Gruppen, habe ich dann auch Mentees dabei, also Männer. Und da war einer tatsächlich bis zuletzt unsicher, ob er die Immobilie kauft oder nicht. Und wir reden von einer mega genialen Lage in München. Und ich bin sehr froh, er hat sogar eine richtig gute Finanzierung bekommen, also ohne Eigenkapital. Also ich bin echt stolz, dass wir das hingekriegt haben. Ja, alle, denen ich das erzähle, wie geht das? Das geht doch gerade nicht. Und noch unter Preis, also in München unter Preis. Ohne Krass. Eigenkapital. Also ja, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, muss ich sagen. Und bis zuletzt war er unsicher, ob er das macht oder nicht. Angst, krasse Angst. Und die Sicherheit kam dann, nachdem er es gekauft hat. Und nachdem der Notar gesagt hat, gut, hätten sie die nicht gekauft, hätte ich die gekauft. So. Ja. Hätte auch Spaß vielleicht. Dann wusste er, okay, er hat es richtig gemacht. Aber bis zuletzt waren da Ängste da. Und die sind da. Und ihr könnt ja euch sagen, ja, habt doch jetzt keine Angst. Nee, wenn du Angst hast, dann kann ich da nicht sagen, zack, die Angst ist weg. Ich versuche das. Wir machen manchmal auch so ein paar Übungen dafür und so, und damit das ein bisschen weniger wird. Aber wenn du Sachen noch nicht gemacht hast, ne, du stehst da auf dem 5-Meter-Brett und bist noch nie runtergesprungen, natürlich hast du Angst. Die meisten von uns haben Angst. Die Angst geht doch erst weg, wenn du runtergesprungen bist und es hat vielleicht sogar Spaß gemacht und du sagst, guck mal, es ist nichts passiert, ich bin nass geworden, ja, okay. Aber dann ist deine Angst und machst vielleicht nochmal und nochmal, dann ist deine Angst irgendwann weg und dann macht es vielleicht sogar Spaß, dann ist es Adrenalin. Aber am Anfang hast du Angst und da kann ich dich oben coachen, so viel du willst. Ich muss dich da einmal zu bewegen, dass du da selber runterspringst. Ich schubse dich auch nicht. Also, da bringt das nichts, wenn ich dich da mit Gewalt runterschubse. Aber ich muss dich dazu animieren, dass du es einmal machst. Und dann wird es leichter. So kann man es vielleicht als Bild sehen. Okay. Und was genau sind denn deine 5 Gebote? Ja, das ist gut, dass du das fragst. Dann kann ich das nochmal rausholen. Ja? Ja, genau. So sieht das Buch übrigens aus. Ja. Ja, jetzt ist gut. Jetzt finde ich es selber nicht wieder vor Aufregung. Hier. Ich kann es ja mal in die Kamera halten. Muss ich nicht. Hier Ja, sind sehr diese gut. 5 Gebote, weil ich wollte nicht 10 Gebote machen, das hat ja schon jemand anders gemacht. Ich versuche mich damit dem nicht anzulegen. Und das sind diese 5 Gebote für finanzielle Unabhängigkeit, sind so die 5 Prinzipien, ohne die kannst du gar nicht unabhängig werden. Eine Sache ist ganz wichtig, und zwar lerne langfristig zu denken, zu handeln und zu investieren. Weil kennen wir vielleicht, viele haben dann so, oh, jetzt habe ich einen ultimativen Tipp, also diesen Coin, diesen Krypto-Coin, also wenn du den jetzt kaufst, das ist der ultimative Tipp, also dann wirst du auf jeden Fall, ne, und so weiter. Und das ist halt relativ kurzfristig, weil du kannst nicht, ich sage jetzt mal, darauf spekulieren, kannst du schon, und vielleicht haben auch einige damit Glück mit dem Lottogewinn oder so. Es gibt ja welche, die sind dann auf einmal reich. Das Ding ist nur, Langfristigkeit zählt. Langer Atem. Und es geht auch mal was schief. Und es ist vielleicht nicht jedes Ding gut. Frage erfahrene Trader, einige Trades laufen halt dagegen. Da kannst du nichts machen. Und dieses langfristige Denken heißt einfach, dass du jetzt nicht versuchst, innerhalb von einem Jahr, was weiß ich, wie viel mit Gier zu erreichen, sondern okay, nimm dir doch mal einen 10-Jahres-Horizont. Wo willst du in 10 Jahren? Also wirklich diese Langfristbilder. Wo willst du in 10 Jahren stehen? Wo willst du da sein? Und dann runterzuholen, wirklich langfristig zuerst. Und auch wenn du überlegst, wenn du irgendwas investierst, überleg, die wenigsten Sachen musst du ganz dringend machen. Wenn immer einer Druck ausübt, das hast du häufig. Ich sage nicht, dass du rumeiern sollst, gerade bei Immobilien, dann musst du auch mal zack zuschnappen. Aber dann weißt du selber, ich will das jetzt. Dann musst du zuschnappen, kannst nicht, aber das ist ja kein kurzfristig Denken. Ja?
Aber häufig sind Menschen kurzfristig aus irgendeiner Emotion heraus, haben vielleicht gerade Geld bekommen, kann ja sein, eine Abfindung, wie auch immer. Und aus einem kurzfristigen Denken investieren sie das, weil da einer herläuft und er sagt ihnen, mach das. Das ist kurzfristiges Denken. Also, Regel Ja. Nummer eins, Gebot Nummer eins. Zweites, beginne jetzt, jeden Mal zu investieren. Häufig höre ich, ja, ich melde mich bei dir wieder, wenn ich Geld habe. Oder ja, ich habe jetzt noch nicht genug. Du kannst jetzt mit einer wesentlich kleineren Menge anfangen. Und dann übst du es. Und wenn du es nur virtuell übst, aber lerne jetzt zu investieren, du kannst auch virtuelles Geld investieren. Ja, das geht auch. Dann übst du es einfach, du tust so, als ob du jeden Tag Geld kriegst und investierst das. Und überlegst mal, wo willst du rein investieren? Eine Geistesübung, ja. Schreib's dir auf, mach das regelmäßig. Auch sowas hilft. Ja, also beginne jetzt nebenbei zu investieren. Suche dir ein Umfeld, Nummer drei, suche dir ein Umfeld, das dir förderlich ist. Nichts anderes als meine Lady Investor Masterclass. Es ist ein Umfeld, in dem die Frauen lernen können zu investieren und wo sie von anderen mal dafür gelobt werden, dass sie sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen, wo es ein geschützter Bereich ist. Ja, und wie gesagt, ich habe auch gemischte Gruppen, aber ich habe auch reine Frauengruppen. Und dieses Umfeld, in dem du bist, ist so wichtig, weil wenn du von außen ständig hörst, ach, das ist doch Quatsch und Blödsinn und mach das nicht und das ist zu gefährlich. Wenn ich das den ganzen Tag hören würde, wie gefährlich das alles ist, ich weiß nicht, ob ich dann auch so, ja, ruhig wäre. Darum versuche ich natürlich aus solchen Umfeldern, wenn da einer sehr negativ gestimmt ist, dann gehe ich da, versuche ich da wegzugehen und sage, okay, über das Thema reden wir jetzt lieber nicht, weil natürlich macht das was mit mir. Also das Umfeld ist wichtig. Viertens, mach immer eine Rendite-Risikoberechnung. Immer gucken, was kannst du mit dem Teil erreichen und was ist das Risiko. Ne? Das hatten wir ja eben beim Immobilienthema schon besprochen. Natürlich ist das Risiko, dass möglicherweise die Miete ausbleibt. Könntest du die Immobilie dann auch noch so tragen? Und ich sage mal, ab 2, 3, 4, 5 Immobilien wird das Risiko ja immer geringer. Weil irgendwie kann es ja nicht sein, dass 4 Immobilien frei sind. Eine kann vielleicht mal frei sein. Und selbst da kann man gucken, wenn die nicht auf dem Land ist, ne, dann ist ja das Risiko, dass die gar nicht vermietet ist, auch sehr klein. Zum Beispiel, was kann noch ein Risiko sein? Das ist eigentlich das Hauptrisiko. Ja, alles andere kannst du versichern. Wasserschaden, was weiß ich, Sturmschäden. Ja, es ist Ja. das schlimmste Risiko ist wieder mal der Mensch, der Mieter da drin. Das ist das schlimmste Risiko. Aber wenn du es irgendwie steuern kannst, ich zeige ja auch, wie man vermietet, wie man möglicherweise so ein paar Checks macht, dass man einen vernünftigen Menschen da reinkriegt, ne, dann ist das Risiko geringer. Und was für eine Rendite? Klar, die Rendite ist jetzt nicht exorbitant, wie meinetwegen bei irgendwelchen, wie heißt das, Kryptocoins. Ja, aber da ist die Frage Risiko, Totalverlust. Ja, dass damit nichts anfangen kann. Also immer Rendite, Risiko, immer im Verhältnis setzen, ja, bei jedem Investment. Rendite, Risiko. Und genau, bitte vergesst, dass einer sagt, da ist kein Risiko drin und 10% Rendite. Bitte vergesst das. Ja, sowas gibt es fast nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist niemals, niemals, nie, aber du hast immer eine Rendite mit einem Risiko. Immer. Sonst, also eine Rendite, sorry, dass ich da so drauf rumreite, aber es ist so ein wichtiger Punkt. Die Rendite ist die Belohnung für das Risiko, was du eingehst. Wenn du also eine hohe Rendite hast, dann hast du, ist das eine Belohnung für dich, dass du dafür ein Risiko eingehst. Und das musst du für dich checken. Manche haben Bock auf große Risiken, die sind so ein Typ, sagen, ja, hab ich Bock, no risk, no fun. Und manche sagen, nee, lass mir das Risiko weg, ich will was Sicheres. Und auch für die gibt es Immobilien. Ich sage immer, für jeden gibt es die passende Immobilie, aber nicht jede Immobilie ist für jeden passend. Ja, so. Und den fünften Punkt, da darfst du dann mein Buch verkaufen. Sehr Die Spannung muss ja gut. noch bleiben, ich kann euch alles verraten. Also, Absolut. und vor allem die Anwendung ist ja wichtig. Ne? Die fünf Gebote immer gehört zu haben, ist das eine. Ja, gehört habe ich das. Ja, klingt schön, ne? Klingt schön. Anwendung. Und nochmal ganz toll, die Power-Methode. Hier sind nicht nur die fünf Gebote drin, sondern auch noch die Power-Methode. Die bringt dich in die Umsetzung, weil die viele Menschen haben viel Wissen. Ja. Und komm nicht in die Umsetzung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so das Thema, wow, du hast so einen Bereich sehr, sehr viel gelesen, gehört, gemacht und Ja, trotzdem noch auf deinem klar. Blutzettel und machst es nicht. Kennst du das, Frank? Na klar, ja, ich glaube, Ja? das kennt jeder. Ich glaube, ich will sogar so weit gehen, dass du das auch kennst. Ja, ich kenne das auch, aber ich wende dann Ja. meine Power-Methode dann immer an. Ja, cool. Finde ich sehr gut. Sehr. Und Ja, sei. es wird weniger. Also das schlechte Gewissen wegen unerledigter Aufgaben ist in den Das kommt noch. letzten Monaten echt weniger geworden. Das bringt übrigens auch richtige Freiheit. Hat jetzt vielleicht nicht mit finanzieller Freiheit zu tun, aber so diese Kopffreiheit. Ja.
so Sachen, die Das du dir mag selber schon sein. vorgenommen hast, zu erledigen. Das ist richtig cool. Ja, das hat Ja. schon was mit finanzieller Freiheit zu tun, weil du hast ja dann wiederum Ressourcen, um dich darum zu kümmern. Ja. Also, ich sehe das schon Ja. so. Ja, doch, Ja. doch, kann man schon so sagen. Ja. Und Sarah, wir kommen leider langsam so zum Ende, Ach, weil schon. ich würde ja gerne mit dir noch ein paar Gespräche machen, aber das führen wir schon noch. Nur du hast was mitgebracht für uns, für jeden, Ja. der ins Reichtumspaket investiert, der etwas Ja. kaufen möchte, der hat Zugang zu etwas. Und ich will nicht alles verraten, deshalb überlasse ich das dir mal. Was gibst du Ja, uns denn gerne. mit? Ja, ich habe für euch mir was ganz Tolles ausgedacht, weil ich glaube, das hilft wirklich. Ich möchte ja, wenn Ja. irgendwas rausgeben, dann möchte ich erstens, dass die Leute das machen, wenn es schon drin ist, dass sie es umsetzen. Und zweitens soll es auch irgendwie was Besonderes sein. So, und ich habe ja einen internen Member-Bereich, logisch. Die Frauen, die bei mir investieren, die kriegen die Videos oder die Live-Calls, die wir immer haben, wo die Probleme besprochen worden sind, die kriegen sie mal als Aufzeichnung. Das ist in meinem internen Member-Bereich drin. So habe ich so eine Mediathek. Und für euch habe ich mir überlegt, dass ich einige Videos, gerade so die Videos, die auf den Anfang zielen, ja, wie kann ich eigentlich vernünftigerweise Klarheit bekommen, was ich möchte über mein Geld? Ja, was ist eigentlich, wie kann ich eigentlich Geld außerhalb von Arbeit verdienen? Ja, wie kann ich Geld greifbarer machen, verstehen, ja, und wie kann es mir auch Freude machen? Da habe ich Videos so aufgenommen und die sind in meinem internen Member-Bereich, der für euch freigeschaltet ist, sind die drin und ich würde euch einen Zugang geben. Können wir den auch limitieren, dass die Leute in Schwung kommen? Also ich limitiere manchmal Sachen, damit die Leute sagen, so, dann mache ich das jetzt. Muss man mal gucken. Ist Das das kann ich jetzt so möglich? nicht, das kann ich Kannst du jetzt so noch nicht nicht sagen, entscheiden was. jetzt, aber wir können ja mal drüber reden. Also Ja, was ich euch auf jeden Fall gerne. rate, wenn ihr das jetzt bekommt, diesen Member-Bereich, diesen Zugang, macht das Zeug sofort, weil sonst wandert das wieder auf diese Ja. To-Do-Liste, provoziert wieder ein schlechtes Gewissen und es gibt ja diese sogenannte 42-Stunden-Regel. Das hat irgendwie mal jemand rausgefunden. Wenn du das in den ersten 42 Stunden nicht machst, machst du es zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr. Darum mach es am besten sofort, nachdem du hier dieses Interview gehört hast, dass du dich da anmeldest, weil, hallo, ist doch mega cool, oder nicht? Und selbst wenn du sagst, ja, ich wusste das schon alles, alles, was ihr erzählt habt, wusste ich schon, was ich nicht hoffe. Ich hoffe, es ist was dabei, wo du sagst, Mann, das ist ein Learning, da kann ich wirklich was mit anfangen. Dann ne, schreib uns, komm da auch gerne in Kontakt. Wir stellen da auch die Möglichkeit dann rein in den internen Member-Bereich, dass du bei uns nochmal einen Money-Flow-Check machen kannst. Ja, dass wir deine quasi Money-Ströme, Geldströme heißt es auf Deutsch, deine Geldströme uns mal anschauen. Und das ist einfach auch nochmal ein Angebot. Ich glaube, damit kann der ein oder andere durchaus hier was anfangen. Und wenn du Mann bist, trau dich trotzdem. Ja, weil manchmal habe ich ja wenige gemischte Kurse. Marco. Liebe Sarah, herzlichen Dank. Wie gesagt, ich könnte wirklich noch mehr sprechen. Wir haben so viele Themen, also gerade Mindset, ich kann wirklich Stunden. Ich hab ja einige sehr, sehr, ich habe einige Interviews geführt auch für den Kongress und es geht mir wirklich bei jedem so, weil jeder hat sehr, sehr interessante Themen und sehr, sehr wichtige Inputs. Ich habe auch wieder so viel mitgenommen. Es war wirklich sehr, Was war sehr dein Key sensationell. Learning? Kannst du so auf den Punkt sagen? Ja, das Thema, dieses langfristige Vorwegnehmen und dass jeder eigentlich eine passende Immobilie hat und man auch mit dem kleinen Gehalt auch vor allem, ich sag mal, erstmal auf dem Papier starten kann. Das war Ja. nochmal, habe ich tausendmal schon gehört, gebe ich zu, auch durch Trainer von Robert Kiyosaki und wie sie alle heißen, ist aber nochmal hochgekommen gerade eben und da habe ich nochmal Ja. nachgedacht, ja, das ist genau der Punkt. Damit hast du schon mal, ich hatte damals mir mal immer so ein Heft genommen, wo ich jeden Tag 1000 Euro als Einnahme eingeschrieben habe. Ja, geil. Ja, geil. Und ja, das ist sehr, sehr gut, definitiv. Dadurch verändern sich gewisse Punkte und Mechanismen. Es ist Ja, mega ich habe cool. noch eine Bitte, liebe Ja, Sarah. gerne. Bitte, bitte. Kannst du noch mal kurz Gerne. zeigen, wo du wohnst? Ich brauche noch mal ein bisschen Motivationsanschub hier. Warte, dann zeige ich das doch nochmal. Motivationsanschub. Also, dann sage ich doch nochmal zwei, drei Sätze mehr dazu. Also, letztlich, Gerne. das ist Mallorca und das ist ganz in der Nähe da hinten, ganz, ganz an. Das zeigen wir mit einer da, ganz am Ende so. Es Ja. Renal da hinten, zack, und dann übrigens hingejoggt, darum habe ich auch noch ein bisschen nasse Haare eben gehabt. warte mal, jetzt ist mein Mikro rausgegangen, aber du hörst mich hoffentlich trotzdem. Und Ja. ich hatte das immer in meinem Kopf, auf meinem Vision Board, ja? Prioritäten setzen, Vision Board, hatte ich das immer drauf, dass ich am Strand wohne. Ich wohne gerne am Strand. Es ist ja nicht für jeden was und so weiter. Und hier sind ja auch häufig Touristen und das ist dann auch bevölkert und so. Ich bin jetzt hier nicht ganz alleine, aber für mich war das Strand. Und jetzt wache ich morgens auf,
Guck auf den Strand. Wie cool ist das? Also vergesst eure Träume nicht. Darum auch Dream Life Academy, ja. Die Träume wirklich leben und die Träume wirklich nicht vergessen. Weil das ist, du kannst, blöder Spruch wieder mal, aber du kannst alles erreichen, wenn du es willst. Und das dauert manchmal. Und es sind Schwierigkeiten da. Und das geht vielleicht auch nicht sofort. Darum langfristig. Also gib nicht den Traum auf, wenn es noch nicht da ist. Bleib beim Traum dran und ändere vielleicht den Weg dahin. Ja? Probier was anderes aus. Aber bleib dran, ich habe auch echt viele nicht so schöne Sachen erlebt in meinem. Aber ich bin trotzdem dran geblieben. Von daher weitermachen. Super. Sarah, herzlichen Dank dafür. Auch das nehme ich mit. Sehr gerne. Bis dann, lieber Frank. Bis dahin, danke. Tschüss. Na, wie hat dir das Video gefallen? Konntest du etwas Wichtiges für dein Leben lernen? Wenn du mehr über das Thema finanzielle Bildung erfahren möchtest, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Entdecke mehr in unserer Playlist und vertiefe dein Wissen. Wissen ist Macht, aber Umsetzung führt zum Erfolg. Beginne jetzt mit deiner finanziellen Reise. Sichere dir noch bis zum 10.12. dein Reichtumspaket, über 30 Online-Kurse zu einem einmalig niedrigen Preis. Verpasse diese Chance nicht. Wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit und Wohlstand.